Dieser Renntag wird Ihnen präsentiert von trotto.de. Neben 8 weiteren spannenden Rennen auf der Trabrennbahn in Mariendorf lag der Fokus an diesem am heutigen Renntag am 7. Oktober beim Equine Auktionsrennen der Dreijährigen. Ja, natürlich ist das ein sehr interessantes Rennen für die dreijährigen Pferde jetzt. Nach dem Derby ein gut dotiertes Rennen mit 20.000 Euro. Richtig, mit ganzen 20.000 Euro ist dieses Rennen dotiert. 6 Pferde gingen hier an den Start, unter anderem der Favorit Michael Nimczek mit Copernicus. Mein Pferd Copernicus hat 2 Lebensstarts jetzt hintereinander gewonnen. Den ersten Lebensstart war er 2., das war auch gut, von einem ganz guten Pferd geschlagen. Also ich denke schon, dass ich ein chancenreiches Pferd auf jeden Fall zur Hand habe. Aber ich muss trotzdem sagen, es sind mit Quick Lady ein Pferd mit einem Ablauf, wo ich sage, die ist unheimlich erfahren. Die hat viele Lebensstarts schon. Mit Calaminta ein Pferd, die auch wirklich nicht viel falsch gemacht hat, die im Stutenderby gelaufen ist hier. Also die Gegnerschaft ist auch schon zwar klein, aber nicht so schlecht. Weniger Gegner, dennoch harte Konkurrenz. 8. Rennen, Equine Auktionsrennen für die dreijährige Jahrgang 2015 ist gestartet. Calaminta von Heinz Wevering übernahm schon direkt das Kommando. Schnell kam Nimczek mit Copernicus hinterher, schafft es aber zum Ende nicht mehr als Erster durch das Ziel. Calaminta vor Copernicus, dahinter lauert wohl noch Shabani BR mit Reserven, dahinter kommt auch Quick Lady, es geht um die letzte Ecke in den Einlauf hinein. Calaminta ist an der Spitze und führt, dahinter Copernicus, außen Shabani BR, ganz außen Quick Lady, Calaminta ist vorne, aber außen Quick Lady, die geht sehr stark. Calaminta außen, Quick Lady im Kampf, Calaminta innen, außen Quick Lady außen, innen Calaminta, Calaminta vor Quick Lady und dann dritter Copernicus. Calaminta und Heinz Wevering holten sich den Sieg. Ja, das Rennen lief eigentlich optimal, so wie ich es mir vorgestellt habe. Vom Start gut vom Start gekommen, direkt die Führung übernehmen, konnte ich direkt die Führung übernehmen und konnte mein Tempo hochhalten, sodass die Gegner es schwer hatten, von außen anzugreifen. Mit einer Taktik ins Rennen und damit gewonnen. Wenn auch Sie Lust auf spannende Rennen haben, dann besuchen Sie doch am nächsten Renntag, am 22. Oktober, die Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf. Dieser Renntag wurde Ihnen präsentiert von trotto.de.